knallschöne Frau geht was ab. Vielleicht Rosen. Die Rose ist das Geschenk der Dame an ihr. Na, kauft euch nichts, gescherzt ab. Komm, die ist zu fein zum Nein sagen. So eine eingebildete Ursche, so eine unhöfliche. Ja, Herr Nachbar, grüß Gott. Was geht denn ab? Schöne Rosen hätte ich da. Die Rose ist das Geschenk des Kavaliers an seine Dame. Aha. Schauen Sie diese Farben. Schauen Sie diese Koloratur an. Oder gefallen Sie Ihnen nicht? Naja, ganz frisch sind es nimmer. Was sind die nicht? Ja, sind Sie blind? Da hängt doch noch der Tau dran. Heute Morgen hat's mein Sohn abgeschnitten. Und was mein Schorschi bringt, das ist immer erstklassig. Da kennen Sie den schlecht, mein lieber Herr. Ich kenne ihn ja überhaupt nicht. 35 Jahre stehe ich hier am Platz und habe noch keinem Menschen was Minderwertiges verkauft. Also was ist? 10 Pfennig Stück? Ja oder nein? Ja, ja. Geben Sie mir heute 5 Stück. 5 Stück, 1, 2, 3, 4, 5. Aber schön einwickeln, gell? Jawohl, mein Herr. Reinstes Seidenpapier. Mit dem Papier können Sie sogar zu einer Baronin gehen. So. Und die hebt sich auch noch auf. Jawohl. Auf 50. Bitte schön. Habe die Ehre, danke schön. Ja, habe die Ehre. Haben Sie das gehört? Meine Rosen wären ihm nicht frisch genug. Oh, der könnte froh sein, wenn er selber noch so frisch wäre. Je weniger darf sie anlegen, desto anspruchsvoller sein. Na, das, wenn mein Schorschi gehört hätte. Oh, nicht frisch. Na, der hätte ihm was gesagt, danke schön. Der geht ins Hirn, gell? Ah ja, wenn man eins hat. Ah, ja. Ah, alles gut. Ja, wo nur mein Schorschi halt so lang bleibt. Wie spät ist denn? Ja, gerade hat's 10 geschlagen. Ah ja, wird er noch im Garten zu tun haben. Ja, wie man nur so schwierig arbeiten kann, sowas macht mich krank. Bloß immer der Garten. Gerade Blumen, etwa. Was ist da mit dem Seelischen? Hm? Wird schon kommen. Ja? Jetzt bin ich froh, dass er mir die Gärtnerei macht. 20 Bäume hat er gestern gepflanzt. 20! Bäume? Ja. Der soll einmal was anderes pflanzen, sonst wird er ein alter Jung sein und die Familie Graf stirbt auf. Ja? Ja, was ist da? Da hat er nichts über, wie? Was fürs Weibliche? Ja. Ja, wissen Sie, Herr Griebler, genau weiß ich es ja nicht. Aber vor ein paar Jahren, da muss er mal mit der Marl eine arge Enttäuschung erlebt haben. Aha. Seither schaut er keine mehr an. Ja, da ist er direkt zynisch. Da müssen Sie ihm drüber hinweghelfen. Mach ich doch, Herr Griebler. Ihr habt doch ein Mutterherz. Ich spekuliere eh schon immer. Noch einer, die wohl in Frage kommt für mein Georgi. Und ich spekuliere jetzt auf ein Quartelbier. Ja, sind Sie denn schon fertig mit Ihrem Dreckrevier? Ja, noch nicht. Ich komme ja wieder, nicht? Ja, so wohl noch alle, weil da viel Schmutz herkommt. Ich bin froh, dass er da ist. Etwa, das ist die Grundlage meiner Existenz. Sie meinen auch, je mehr, desto lieber, gell? Ja, selbstverständlich. Wer vom Dreck lebt, nicht mehr, für den kann ich genug da sein. Für den noch. Ja. Na, haben Sie es jetzt wo geschenkt gekriegt, ah? Mann. Ja, Rosen, guten Morgen. Bringst du mir mein Brot, ja, das ist aber nett von dir. Und solche Trümmer. Und Saft. Mein Vater macht jetzt 600 im Tag. Das ist überhaupt der Richtige, dein Vater. Der sorgt für seine Familie. Naja. Da erbst du mal ein Mordsgeschäft. Und wenn du dann einen netten Metzger heiratest. Einen Metzger mag ich keinen. Ja, warum denn? Da jetzt sowas. Und was ist denn mit Lenz vom Bogerbräu? Der ist doch Schenkeln und Metzger. Naja. Ich hab immer gedacht, ihr zwei werdet einmal ein Paar. Ja, das denkt er sich auch. Magst du denn immer? Wenn er so ein Hirsch ist. Gerade immer kommandieren und alles nach seinem Kopf. Nein, ich mag ihn nicht mehr. Seid ihr jetzt ganz auseinander, hm? Es gibt ja genügend andere, die wo wenigstens Kavaliere sind und nicht solche Rammen wie der Linz. Oh, der hat sich aber eingeschmeichelt bei dir. Oder kennst du vielleicht schon so einen Kavalier, hm? Ihr Sohn zum Beispiel, der Schorschi, der weiß, was sich einer Dame gegenüber gehört. Ja, was nicht sagst. Ja, der hat auch schmutzige Hemd und der muss auch arbeiten den ganzen Tag. Aber der hat eine Bildung. Hm. Das
kommt nämlich ganz aufs Innere an, gell? Und das Innere, das ist beim Schorsch eben ganz anders wie beim Lenz. Sasa, das ist ja interessant. Seit wann kennst du das Innere von meinem Schorsch so gut? Hm? Ich kenn's ja nicht. Ich denk mir's halt. Ach so. Er hat zwar gesagt, er geht einmal mit mir ins Gärtnertheater, aber er geht ja nicht. Ja, mei, Rosel, das sind ja Neuigkeiten über Neuigkeiten. Reden halt Sie einmal mit dem Schorsch, ich frag drauf, warum er nicht mit mir ins Theater geht. Ich meine, wenn er es verspricht, man muss es doch auch halten, oder nicht? Ja, das sollte man meinen, ja. Das ist der Lenz. Herrn seiner Desan, der meint mich. Einer Dame pfeift der durch die Finger. Ja, aber ich mag nicht. Jetzt ja grad mit Fleiß nicht. Warum ist sie nicht da geblieben? Vielleicht hat's keine Zeit. Ich habe ja doch gepfiffen. Vielleicht geht's nicht auf den Pfiff. Sie, Frau Graf, das wissen Sie hoffentlich, gell's? Von wegen der Rosel und Ihnen, Ihrem Herrn Sohn, dass Sie sich weiter ja nichts einbilden. Sie, mich lassen Sie gefälligst auf den Spiel. Wenn Ihnen die Rosel davonläuft, ist das ganz allein Ihre Schuld. Pfeifen. Und dann soll es kommen. Das meint's. Da sind Sie jetzt scharf drauf, der junge Maron. Sie, Frau Graf, ich habe keinen hellgrauen Giegelanzug und keine imitierten Wildlederhandschuhe. Aber Hemd habe ich. Hemd. So groß. Danke, Herrn Sohn. Bloß damit Sie es wissen. Sie und Ihnen, Ihr Herr Sohn. Gell's? Ja. Ja, der Schorschi. Vorsicht! Pass doch auf, Sie. Grüß dich, Mama. Grüß dich, Schorschi, dass du endlich da bist. Na, endlich ist gut. Schau mal her, die wunderbaren Radi. Und was für zarte Schwänzel die haben, gell? Ja. Und das sind die neuen Geranien. Aha. Ja, Sie sind so gut, packen Sie mich an. Dann hören Sie nicht. Helfen sollen Sie mir. Oder Mensch nicht, dann brauchen Sie es nur sagen. Und wie ich dir sag. Und wie ich mag. Und wie ich dir hilf. Der Hilfiger so in Schuhe nein, dass dir kein Hühnerauge mehr wehtut. Du Suppengrüntantler, du. Sag mal, was hat denn der? Na, eifersüchtig ist er halt wegen der Rosel. Wegen was für ein Rosel? Na, jetzt hörst du aber auf. Erst vertraust du den Kopf, sagst, gehst mit ihr ins Gärtnertheater und jetzt kennst du es auf einmal nicht mehr. Hä? Na, die Rosel, die Tochter vom Metzgermeister Schimmelbeck, die wollen mir immer mehr Brotzeit bringen. Na, die große Dunkelblonde. Ach ja, die Smola, die Trutscherl da. Ja, freilich. Jetzt wär's auf einmal ein Moller des Trutscherl. Aber erst alles Mögliche versprechen und heute natürlich nichts. Sag mal, was hast du für einen Begriff von den Frauen? Keinen. Brauch keine Frau. Schorsch, gesetz den Fall. Ich bin einmal tot. Was machst du? Geh, du hältst dich noch lang. Ach, was bist du für ein Mannsbild? Ja, dein Sohn halt. Ach, die anderen Burschen sind hinter die Rückkehr wie der Teufel hinter deiner armen Seele. Und du? Ja, ich bin halt noch nicht ganz verblödet. Und jetzt lass mir bitte mal Ruhe mit dem. Ja, bitte, mach, was du magst. Ich red nicht mehr. Geh jetzt ein Wasser holen. Ach, was ist mit dem Regal da drin? Das wolltest du mir doch zusammenschrauben. Ja, hast die Latzen und die Schrauben. Alles drin. Gut, dann mach ich's ja noch. Schön. Aber du musst mal halten, gell? Ja, komm gleich wieder. Ja, geht was ab? Schön. Vorsicht, Oberkind! Geht doch für was? Ich hab doch geläuft, wenn Sie nicht hören. Außerdem habe ich mein Radl geschoben. Ein ganzer Leib in meinen Haufen schirmt, das mag ich Sie. So was Dummes fällt dir glatt über mein Radl. Diese Mastkühler. Das ist ja wahr, hab ich nicht recht? Oh, der ist aber freundlich. Hallo Sievers, machen Sie denn da mit dem Radl? Stehen lassen, bis ich wiederkomme. Nein, das geht nicht, der Zugang muss frei bleiben. Was für ein Zugang? Ja, der von da hinten, schauen Sie, die Leute können ja nicht zuerst über den Radl steigen, wenn Sie bei uns was kaufen wollen. Ne? Jetzt machen Sie aber einen Punkt. So viele Leute kaufen ja bei Ihnen das ganze Jahr nicht ein, wie da auf einmal durch können. Ja, jetzt reden Sie nicht lang, das Radl muss weg. Wissen Sie was? Ich mag nicht. Sehen Sie vielleicht irgendwo ein Schild, dass das Abstellen von Fahrrädern verboten ist?
Ja, dann verbiet's halt ich Ihnen, nicht? Weil der Stamm gehört ja mir. Ach so, der gehört Ihnen. Mhm. Aber die Laterne da nicht, gell? Und das Pflaster auch nicht. Darum bleibt mein Radl da. Und wenn Sie sich auf den Kopf stellen und mit den Füßen strampeln. Aha, Sie sind für reichlich unverschämt. Ich bin gar nicht unverschämt, aber Sie sind ein alter Grantelhauer. Hä? Jetzt haben Sie es aber genau benannt. Schauen Sie, dass Sie in Schwung kommen. Wenn ich aber nicht gehe, was tut's dann? Ja, dann. Dann sagen Sie, ich tue Ihnen was. Ja, nein, ich. So ein Spinner, der Uhu. Sie, Fräulein, das sage ich Ihnen, wenn ich wieder rauskomme und das Radl steht noch da, dann passiert was, gell? Sie. Sie haben Glück, dass mir jetzt nichts einfällt. Hallo, Bertl! Hi, Bertl! Ach, da bist du, Therese, wo ist denn die Mama? Ich weiß nicht, wir haben uns halt verloren. Eine Viertelstunde lang haben wir an der Heilige Geist gekriegt, auf sie umsonst gewartet. Ja, wo waren sie denn? Mein Radl hat einen Defekt gehabt. Halt auf, das muss ich noch umstellen. Ja, warum das? Wegen einem spülerten Uhu. Du, jetzt warte mal, aber niemand der Heilige Geist kriegt drin. Ach, woher? Dann kaufe ich mir ein Kleidl allein und niemand redet mir was drin. Oder am Nachmittag. Nein, da geht's nicht. Da kommt doch der Graf. Okay, was für ein Graf denn? Ja. Hast du von der Geschichte noch nichts gehört? Ach, sowas erzählt doch mir die Gnädige nicht. Ich habe nur gehört, dass für sie ein Kleid gekauft werden. Mhm. Was? Und jetzt kommt ausgerechnet zum Geburtstag ein Graf zu Ihnen. Nicht zu mir. Das ist ein Bekannter von der verstorbenen Tante. Und jetzt hat er geschrieben, dass er heute die Mama besuchen möchte. Ein Graf, Bertl, das hat eine Vorbedeutung. Und ausgerechnet zum 21. Geburtstag. Ob er jung ist. Und schön und reich. Und edel, hast vergessen. Geh, Teres, glaubst du im Ernst, die möchte mir den Grafen angeln? Der kommt von mir aus Aschern, wie am Schichtel sei auch vom Oktoberfest. Aber Bertl vom blauen Blut, das ist doch ganz was anderes. Ja, jetzt fang dich nur wieder verlatter Grafen. Jetzt kommen Sie mit mir, die gnädige Suche. Ah, auf keinen Fall. Das ist eine einmalige Gelegenheit zum Alleineinkaufen. Servus, Teres. Ja, wo kann denn die noch sein? Ach, vielleicht ist es am Bauernmarkt. Frau Schrum! Frau Schrum! Fräulein, was schreist denn da so? Ach, mein Gnädige, habe ich verloren. Ja, Fräulein. Nein, dann sucht man sie mal. Ja. Schauen wir gleich mal. Frau Schrum! Ja. Was ist jetzt doch darüber? So, Schorschi! Was? Ich habe ein bisschen geratscht. Ja. Entschuldige. Macht nichts. Was machst denn du mit dem Damenfahrrad da? Ja, das habe ich da rübergestellt, weil es da drüben geniert, weißt du? Da drüben? Da stellst du es da her? Ja. Wie sollen denn da die Leute durch können? Hey Mama, so viele Leute kaufen bei uns das ganze Jahr nicht ein, wie da auf einmal durch können. Ja, jetzt geh weiter, machen wir das nicht alle. Mama, was hast du denn? Nicht so viel Zeit wie du. Hey, komm, du, ratschen. Muss den Kuhn einfach mal davon rennen. Zuerst kommt die Bertl nicht und dann verschwindst du. Das Sie sind doch verschwunden. Ich habe Ihnen überall gesucht. Na, zu den Gens bin ich übergegangen. Da hättest du mich doch sehen können, nicht? Ja, mei, da waren so viele, da habe ich Ihnen nimmer rausgekommen. Was heißt die Gens? Nein, aus den Leuten. So eine Transpiration. Ja, ich schwitze auch wie eine Sau. Na. Ach, und jetzt hat die Bertl auch immer noch kein Kleid. Sie ist mir gerade über den Weg gelaufen. Sie kauft sich ihr Kleid allein, hat sie gesagt. Na, das kann was werden. Ach, alles muss ich allein machen. Und der Herr Gemahl und Fräulein Tochter, die schwirren irgendwo rum. Ja, was fehlt uns denn jetzt noch? Nix. Also, dann fahren wir jetzt. Halt! Die Blumen für die Bertl zum Geburtstag. Die hat aber noch alle Jahre der Herr Schrum besorgt. Na ja, vergiss das. Das habe ich direkt in der Nase. Der Mann wird ja von Tag zu Tag verkalkter. Ja, wo ist da, denn das? Da hat's doch Blumen. Ach ja. Hallo, Bettina. Ja, hallo. Komm gleich. Schauen Sie sich nur was an. Was nimmt man denn? Vielleicht Rosen? Mhm. Wie alle Jahre. Grüß Gott. Grüß ja, Gott. Da bin ich. Na, Frau, was soll's denn sein? Rosen? Ja. Für wen ist denn gedacht? Für meine Töchter. Ja, da kommt ja nur die langstillige Rose in Frage. Die Rose ist das Geschenk der Mutter an ihre Tochter. Sind die nicht wunderbar? Und nur ein 10er-Bruststück. Oder gefallen sie Ihnen nicht? Na ja, noch ein bisschen klein sind sie, nicht? Ich meine, voller dürften sie sein. Was noch voller? Das ist die vollste Rose am ganzen Markt. Voll hin, voll her, ein bisschen klein sind sie halt, ne? Na Herrschaft, wo sind denn die klein? Das ist überhaupt die größte Zucht, die es gibt. Wenn sie was davon verstehen, was ich aber nicht glaube. Rose Centifolia. Ach, mit den lateinischen Sprüchen. Sind halt Bauernrosen, nicht?
Was sind das? Bauernrosen? Ja, geben Sie meine Rosen wieder her und schauen Sie, dass ich noch schwinge. Sie all die Suppenhähner sehen. Was haben Sie gesagt? Suppenhähner! Huhn, also das ist es. Sie kriegen überhaupt nichts von mir. Lieber schmeißen meine Rosen ja weg, bevor es ihnen verkauft. Sie, das dürfen Sie nicht. Das ist Verweigerung. Was dürfen Sie? Sie werden gleich sehen, was hier alles darf. Zum Teufel, Andorianer. Ja, was nie mit dem Kleid. Sie, wenn Sie uns anrühren, aber dann... Nein, nein, ich rühre Ihnen nicht auf. Ich spreche... Ein Unglück passiert. Aber ist ja nur ein Wasser. Aber einen Tropfen habe ich im Mund gehabt. Was haben Sie denn beim Schreien? Das ist, haben Sie noch was gestohlen? Jawohl, meine Ehre. Meine Blumenehre. Bauernrosen. Sagt diese Spinatwachtel zu meiner Zentifolie. Würde ich mich gar nicht aufregen. Na. Über sowas werde ich ja haben. Ja, Dankeschön. Meine Mama, was war denn das für ein Dau? Ach, ah, nix ist schon vorbei. Ja, na komm halt, ich kann ja nicht Schrauben und halten, nicht? Bauernrosen, auch die, wenn man einmal unter die Augen kommt, dann... Weiter. Hör seine Wut. Nein, ich habe früher schon. Ja. Hey, Sie, was machen Sie denn da? Jetzt radelt es mir im Weg. Das Radl bleibt genau da stehen, wo es das Fräulein hingestellt hat. Hör mal. Aber ich muss nicht da kehren. Nein, nein, nein. Sie müssen nicht ausgerechnet da kehren. Sie werden woanders auch noch was zu tun haben, nicht? Jetzt muss ich auch nicht mehr an. Stopp! Wenn der Herr Graf meint, dass ich woanders auch was zu tun habe, dann werde ich jetzt mein Arbeitsfeld ins Bratwurstherzl verlegen. So. Jawohl. Ja, wir gehen da hier. Ja, ist recht. Das ist ein stilleres Platz da. Mhm. Ich bin mit den Nerven völlig herunten. Verstehst du, meine Frau, so. die spinnt wieder hoch hinaus, nicht? Jetzt habe ich mir gedacht, Maja, du bist in einer. Bei einer Auskunft, ei. Ja. Du warst für mich der richtige Mann, verstehst? Ich kann mich doch nicht als solider Bürger mir nichts, dir nichts in eine Hochstapelei sozusagen hineinzahlen lassen, nur weil das meiner Frau imponiert, wenn einer doch ein paar so Zacken in der Krone hat, nicht? Dann red halt auch ein Wort, Meier. Na ja. Na ja, na ja. Hast du mich bis dahin verstanden? Ja, no. Herrschaft, sagt der blöd. Das ist... Ja, es handelt sich ja um einen Grafen. Was hast du denn? Wo sind wir jetzt stehen geblieben? Ja, bei irgendeinem Grafen. Ach so, ja, pass auf. Den Brief hat meine Frau geschrieben. Schau her, Quittenpapier, oben eine Krone drauf. Ja, unten drauf kannst du nicht gut sein. Dann mach nur deine Spassettel. Ich zittere meine Familie und du reißt deine Witz. Was ist ein netter Freund, du. Was schreibt er denn, der Herr Graf? Ja, dass er die verstorbene Schwester von meiner Frau gut gekannt hat und... Darf ich es auch einmal lesen? Ja, würde ich mich sehr freuen, auch Sie kennenzulernen. Und Ihnen morgen Nachmittag um 3:30 Das heute, ja. Meine Aufwartung machen zu dürfen. Ergebenst Richard von Poller. Ja, und oben eine Krone drauf, nicht wahr? Da ist eine Krone drauf. Ja, jetzt kompiliert doch einmal, Meier. Hm. Ein wirklicher Graf kommt zu meiner gewöhnlichen Frau. Ja, was will er denn von ihr? Da hat er doch geschrieben, er will deiner Frau einen Besuch machen, weil er die Schwester gut gekannt hat. Die Schwester, die vor 15 Jahren gestorben ist, heute macht er einen Besuch. Geh, Meier, ich bin bei keiner Auskunft da. Ich habe noch nie mit Grimmings da so befasst, nicht wahr? Aber das riech ja ich direkt. Da stinkt was, da ist was faul in der Gänzestraße 94. Sag einmal, kennt eigentlich deine Frau den Grafen? Ach, wo? Nie was gehört davon. Es ist natürlich völlig aus dem Häusl, nicht wahr? Wollte immer schon hoch hinaus. Aber jetzt, Meier, pass auf, wenn jetzt dieser Graf, nicht wahr, wirklich ein Hochstapler ist, ja. Und meine Frau fällt da drauf rein, da muss doch ich eingreifen, als Ehestand und Familienvater, als Ehevater und Familienstand, als Ehemann und Familie, die bringen schon alles durcheinander. Komm, jetzt leg dich wieder ab, gell? Ich werde den Fall ganz genau untersuchen. Weißt du, eines kann ich nicht ganz verstehen, was? Selbst wenn deine Frau, wie du sagst, auf ihn hereinfällt, was hat er da eigentlich davon?
Heute Nachmittag eine Tasse Kaffee, ein Stückchen Kuchen. Was will er damit bezwecken? Ja, du warst in der Schule schon keine Leuchte. Du geh herauf. Na, Meier, ich muss mich wirklich wundern über deine Naivität. Was der will, der Geld will er. Wertsachen will er rausziehen, was da gerade rausgeht. Ja. Was glaubst du, was so ein Bursch einer solchen Frau alles vormacht? Er muss ein neues Geschäft einrichten. Er muss dringend auf seine Güter hinausfahren. Die Bank ist geschlossen und so weiter und so weiter. War das so Krampf? Die Weiber sind doch blöd, die glauben ja alles, nicht wahr? Ja. Aber ich bin ein vierstöckiger Eckhausbesitzer. Bei mir ist was daheim. Bei mir ist was zu holen. Und ich muss an meine Goldpfandbrief denken. 50.000 Mark als Mitgift für meine... Meier. Was hat's denn? Jetzt geht mir erst das richtige Licht auf. Der hat's auf meine Bertler gesehen. Auf deine Tochter? Ja, selbstverständlich. Die ist jetzt im heiratsfähigen Alter, verstehst? Ja, hielt eine schöne Mitgift und wird morgen 21. Oh. Ja, eben, oh. Wenn der Schlawiner dem Madel den Kopf verdreht, dann kann ich nicht einmal mehr eingreifen. Das wäre ganz schlecht. Ich meine, das was ist... Was mit dir Alter, du meinst das ja wirklich? Meier, ein Vaterauge hört scharf. Also gut. Na, gib mir den Brief, ich werde den Fall ganz genau untersuchen. Wir hatten sofort Recherchen eingeleitet, ja. Fahndungsdienst, ja, und jetzt Fremdenpolizei. Verbrecheralbum, nicht vergessen. Da schauen wir auch hinein und bis heute Nachmittag um 2 Uhr hast du Bescheid. Ja, mein du musst mir jetzt helfen, ich gehe meiner schweren Stunde entgegen. Oh komm, geh weiter nicht weinen, wird sie wieder werden. Also geh, heute Nachmittag, auf Wiedersehen. Thanks, Gott. Ganz gut. Du schmeißt dich mit einem Pfennig da nicht. Da hat die mich für einen Bettler angeschaut. Na, ich muss einen netten Eindruck machen. Aber den behalte ich. Ja, ich bringe dir mal Glück. Dann wird schon wieder alles werden. Was wollt ihr? So Blumen wollt ihr nur für die Bertel. Hallo, Kundschaft! Ja, ja, bin gleich da. Geh, Schorschi, du inzwischen das Breakfast machen. Ich muss bedienen. Ja. Ich sag dir, Herr, Fraulein, bin ich schon da. Gut. Grüß Gott, was soll es denn sein? Einen schönen Flieder hätte ich da, Rittersporn, Gladiolen. Ich weiß nicht recht. Ist für eine Dame? Ja, ja. Na, da gibt's ja nur eins. Die Rose. Ja? Die Rose ist das Geschenk des Kavaliers an seine Dame. Da braucht es mir gar nicht so vertraulich anblinzeln. Meine Tochter hat Geburtstag. Ja, was glauben denn Sie, was ich mir denkt hab? Bei so einem seriösen Herrn kommt ja nur die Frau oder die Tochter in Frage. Also, da schauen Sie her. Da rate ich Ihnen zu meiner Zentifolia. Die Rose ist das Geschenk des Vaters an sein Kind. Ach so, auch. Ja. Gefallen Ihnen die? Ja, die sind wunderschön, doch, doch. Oh, sehen Sie her, Sie sind ein Kinder. Sie werden es nicht glauben. Da war vorhin so ein geschupfter Henner da. Der hat gesagt, die sind ja zu klein. Okay. Zu Knollen, hat sie gesagt. Und Bauernrosen, hat sie gesagt. Zu meiner Zentifolia. Ja, wissen Sie, in der Beziehung habe ich auch meine Erfahrungen. Dummheit ist ein guter Boden. Aber alle sind verheiratet. Lauter Gnädige. Also der Mann von so einer, der muss direkt schreien vor Schmerz bei so einem Weib. Ja, 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 ja. Ja, da gibt es mehrere so Trotteln. Und im Vertrauen, die meisten, die merken es gar nicht. Ja. Sehen Sie, sind ein Mann von Welt, das merkt man. Also wie viel sollen es denn sein? Ja, nicht so viel, nicht so viel. Da 5 Stichte gegangen schon. Was, 5 fürs eigene Kind? Ich habe ja Nachbar. Was? Sie werden ja doch daheim nicht blamieren wollen. Naja, dann geben Sie mir 10. Na, jetzt sag ich Ihnen ganz was anderes. Wie alt ist das Töchterl? 21, warum? Was Majorin wird? Ja, Herr Nachbar, da dürfen Sie ihn doch nicht lumpen lassen. Da kommt noch eine Zahl, kommt da in Frage. 21. Hey, jetzt ist ja mal das. Das sind 2,10 Mark. Das wird Sie nicht umbringen, so wie ich Sie anschaue. Und daheim sind Sie der feine Maxe. Aber recht, oder stimmt's? Ja, recht haben Sie und Ihr Geschäft verstehen Sie auch. Ja. Also, da haben Sie 2,10 Mark, gell? Danke. Ja, Moment, Frau, jetzt fällt mir gerade ein. Ja. Ich komme nicht gleich heim. Aha. Ich muss ja noch zuerst aufs Steueramt. Da möchte ich nicht gerne mit einem Blumenstrauß hinkommen. Nein, nein, das tun's nicht, Herr. Mit diesen Rosen, da rutschen Sie gleich in die nächsthöhere Steuerklasse. Ja, eben, eben, eben. Ja, können Sie es vielleicht in meine Wohnung schicken?
Plenzi-Straße 94. Ja, ja, das geht. Drum. Das kann mein Schorsche besorgen. Ja, na, pass auf, da haben sie dann noch 20 Pfennig für den Boden. Gell? Danke vielmals, danke sehr. Schreiben Sie es auf, dass Sie es nicht vergessen. Jawohl. Drum. Lenzestraße 94 im zweiten Stock. Der braucht ja bloß fragen, ich kennt jedes Kind, das Haus gehört in mir. Sehnsken her, hab ich gleich gespürt. Ja, da hätte ich ihm ja gleich 121 Rosen verkaufen müssen. Ja, freilich. Ja, Sie waren gut. Also nachher, vergessen Sie nicht, schicken Sie mir das, gell? Ja, ja, gleich noch nächsten, gleich sofort, mein Herr, danke vielmals. Ernst, ja, nicht Frau, oder nicht Frau, die hat mich jetzt wieder ein bisschen aufgemuntert. Herr Rosen, was ist denn? Hm? Ist er jetzt da, der Schorsch? Ja, warum? Wir möchten was fragen. Ja, meine Rosa, ich weiß nicht, ob das gescheit ist. Ja, ja, wenn's meinst. Schorsch! Ja, was ist denn? Komm raus, eine Dame möchte dich sprechen. Was? Ist jetzt da? Wieso? Wo ist denn? Da. Ach, Sie sind's. Was möchten Sie denn? Na, reden möchte ich halt mit dir. Du sag's ihm nur ordentlich, damit er es endlich weiß, der Sprichmacher. Was hast du jetzt damit gemeint, Sprichmacher? Ja, bloß weil Sie gesagt haben, Sie gingen mal mit mir ins Gärtnertheater. Und so habe ich das, ja, da muss man natürlich Zeit haben dazu, gell? Ja, darum wollte ich ja fragen, wann Sie mal Zeit haben. Ja, das ist schwer vorauszusagen. Jetzt zum Beispiel habe ich gerade keine. Heute ist doch Mittwoch, da haben Sie doch nachmittags frei, oder? Ja, ja, aber nicht jetzt mal. Das schauen Sie, wenn Sie nicht ins Theater möchten, ich hätte was anderes. Eine Ehrenkarte zum 5 Uhr Tee im Kristallpalast, da ist heute Eröffnung. Wie kommen Sie denn zu der? Ja, wir liefern das Fleisch hin. Ach, drum. Ja, ja, Frau Rosen, tut mir leid, das geht auch nicht. Ich habe nur so viel zu tun und außerdem hätte ich gar nichts zum Anziehen. Ja, was haben Sie denn am Sonntag bei der Hochzeitsfeier im Burgerbräu angehabt? Das war mein Smoking. Den habe ich voriges Jahr vom Onkel Anton geerbt, der ist ja so altmodisch. Prima haben Sie ausgeschaut. Den ziehen Sie an. Zum 5 Uhr, hey, Freund Rosal, da lachen doch Kier. Nein, das ist doch gerade vornehm. Na, also, es tut mir leid, es geht nicht. Ich habe keine Zeit und außerdem muss ich jetzt drin weitermachen. Führt denn gut. Jetzt lassen Sie mich einfach stehen und dann drehen da rein. Ja, mein, ich kann auch nichts machen. Das Regal schraubt sich ja nicht von selber an. So gut, dann ging es halt zu. Dann ging es nur. Sie sind schon richtig ein Büffel. Was bin ich? Ein Büffel sind Sie. Zuerst haben Sie gesagt, Sie gehen mit mir und jetzt. Ja, ich darf es nicht, jetzt habe ich keine Zeit. Was? Lassen Sie ihn nicht sterben. Sagen Sie es ihm nur, den Büffel. Der ist nämlich zu allen Damen so geschert. Wer hat dich denn wieder darüber gestellt? Was schauen Sie da mich so an? Das weiß doch ich nicht. Nein? Okay. Also, Frau Rosal, wie ist jetzt das mit dem 5 Uhr Glock? Hä? Sie, wer ist denn das? Kennen Sie den? Oh, keine Ahnung. Sie haben da so ein freches Luder. Was bin ich? Ein freches Luder? Ja, bitte mischen Sie ihn nicht in meine Angelegenheiten, dann brauchen Sie ihn auch sowas nicht sagen lassen. Mei, Fräulein, da haben Sie sich aber den richtigen Kavalier rausgesucht. Da wäre ich ja noch keine Sekunde traurig, wenn der nicht mit mir geht. Keine Angst, in die Lage werden Sie auch wahrscheinlich nie kommen. Wo ist die Karten? Beginn 4 Uhr. Da komme ich ja 5 Uhr. Gut, Feinrösel, ich hole Ihnen dann um 3:30 ab, ja? Ja, wollen Sie jetzt mitgehen? Ja, freilich, im Smoking. Ui, pfundig. Na, mache ich mich recht schön. Ja, das kann ich nicht schon. Also, Feinrösel, wieder schauen. Ja. Bis heute Nachmittag, gell? Für die Gott dabei. Tschüss. Hoppala. Wieder schauen. So. Haben Sie jetzt gesehen, wie ich eine Dame behandle? Was sagen Sie jetzt? Recht viel Vergnügen. Sie Dame ist schon da, wie? Hey, Moment, Moment, Fräulein! Hallo! Ein Augenblick, Fräulein, Sie! Und ich weiß nicht einmal, wie es heißt und wo es wohnt. Ich glaube, ich bin wirklich ein damischer Teufel. So, Schorschi, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Das Regal ist beieinander. Ich hab sowas schon gesehen. Fahrt mir die davon. Und ich stehe da mit der Rosel ihrer Einladungskarten zum 5 Uhr Tee. Was zum 5 Uhr Tee möchtest? Mit der Rosel? Nein, von mir steht gar nichts drin. Ich hab's ja bloß versprochen, damit er der anderen recht stinkt. Welche anderen? Die kennst du nicht. Aber ich mag nicht und ich gehe auch nicht. War ja noch schöner. So die Krampf, bei mir geht doch nichts. Moment, Bürscher, Moment. Was denn?
Jetzt hast du der Rosel wieder das Ausgehen versprochen. Hm? Und willst das wieder sitzen lassen. Jetzt sag ich dir eines, du gehst, ob's magst oder nicht. Okay, Mama, du kannst... Versprochen ist versprochen. Oder ich wisch dir eine solche, als ob du 20 Jahre jünger wärst. Verstanden, mein Sohn? Du redest ja deutlich nur. So. Vorher tragst du den Strauß da weg. Der Adress steht da auf dem Zettel. So. Schrumpf. Gänzestraße 4, nennt's zweiter Stock. Ja. Naja. Wer ist denn das? Das ist der Lenz und seine Kennmelodie. Ist jetzt wieder nicht da. Wer, Drosel? Na, die ist schon wieder weg. Bei Ihnen würde ich auch davonlaufen, wenn ihr Madel war, sie Bierfassl-Athlet. Habe die Ehre. Brrr. Mann, nein, steh. Und jetzt werde ich dir mal was sagen, du Speichelschonglör. Erstens. Hört die Rosel zu mir. Und wenn ich dich zweitens in ihrer Nähe erwisch, dann schnupfe ich dich auf. Dann hängst du mir quer vor der Nase. Verstanden? Aha. Jetzt passen Sie einmal auf. Erstens verwechseln Sie mich scheinbar mit irgendeinem Sautreiber. Zweitens interessiert mich Ihre Rosel herzlich wenig. Und drittens werden Sie mir bedeutend besser gefallen, wenn Sie statt so saudum daherin jetzt den Griff da packen. Dann sehr so, fest packen und jetzt langsam drücken. In der Richtung. Ja, zu was denn? Weil mir zu zweit den Wagen bedeutend leichter mit Randsteinen unterbringen. Ja, verrückt ich denn du? Ja! Ja, Frau Graf, was freut Sie denn so? Das Leben, Herr Kriebel, das Leben! Ja, ja. Wollen Sie Rosen? Ja, wollen schon gerne. Die kostet nichts. Die Rose ist das Geschenk der Marktfrau an ihren Trottoirpolierer. Sonst alles fertig? Ja, plus Zigarren hat mir der Schrumpf keine gegeben. Ja, wo ist denn der überhaupt? Ich weiß nicht. Zuerst war er im Wohnzimmer, da hat er zum Fenster nachgeschaut. Dann war er im Schlafzimmer, da hat er zum Fenster nachgeschaut. Dann war er im Bad, da hat er... Zum Fenster nachgeschaut. Na, da hat er sich die Hände gewaschen, weil er von den Fensterbretteln so schmutzig geworden ist. Das ist ein Mensch. Ja, und jetzt? Jetzt ist er, glaube ich, fort. Fort? Ja. Ja, der kann doch nicht einfach fortrennen, wenn in einer halben Stunde der Graf kommt. Er ist aber bestimmt nicht da. Ich habe in der ganzen Wohnung nachgeschaut. Vielleicht ist er... Nein, er ist auch nicht. Und wo ist die Bertel? Ich glaube, in ihrem Zimmer. Also, Bertel, jetzt wird's aber Zeit, dass du dich einmal...
sag einmal, wie schaust denn du aus? Möchtest du in dem Verzug einen Grafen empfangen? Ich kann dir gar nicht sagen, wie mir dein Graf zum Hals raushängt. Was heißt denn da, mein Graf zu uns kommt er? Du tust ja gerade, als wenn es nicht zur Familie gehört jetzt. Jedenfalls ziehe ich mir nicht wegen jedem hergelaufenen Besuch meinen Sonntagsstart an. Hergelaufen? Ja, gibt's denn nicht sowas auch? Zu einem Grafen, sagt sie, hergelaufen. Du sag einmal, Bertel, seit du heute früh in der Stadt warst, ist was los mit dir. Und ich möchte jetzt wissen, was. Nix, meine Ruhe möchte ich bitte schön haben. Mich interessiert kein Graf und sonst auch keiner. Können wir doch alle gern haben, die ganzen Mannsbilder. Hey, ja, was wird denn da für ein Wind? Du bist da vielleicht der andere im Spiel, hm? So anderer? Du grafst nicht der eine und es gibt auch keinen anderen. Die sind wir doch alle gleich. Bertel, da bleibst! So was. Ja, was hat denn die? Hat's was? Was hat's denn? Ach, für mich hat die einen anderen im Kopf, drum spinn's auf einmal. Therese, schau du, dass du mein Mann findest. Mhm. Ich muss mich ja darum kümmern, dass sich das Fräulein Tochter mal umzieht. Ach, ist das ein Durcheinander heute? Nein. Ja. Ja, da sind sie ja. War jemand da? Mein, hat niemand nach mir gefragt? Hätte jemand fragen sollen? Ja. Wo ist meine Frau? Ich glaube, bei der Bertel im Bad. Hast du gerade geklopft? Ich glaube, ja. Geh ins Wohnzimmer. Komm. Warum? Was soll ich denn? Komm. Ja, was soll ich denn? Das ist mir wurscht, was du hast. Ja, ich komm schon. Da bist du eigentlich. Mensch, du bleibst und ich bin schon ganz nervös. Sag mal, sind deine Frauen in der Nähe? Ja, warum? Weil ich dir jetzt was sagen muss, was die gar nicht hören dürfen. Die täten glatt überschnappen. Weißt du, wer das ist, der Herr Graf? Ein Hochstapler, ein Heiratsschwindler, ein ganz raffinierter. Nein. Ja, die Polizei, die sucht ihn schon seit 3 Jahren. Vor 6 Wochen hätte er auf ein Haar erwischt. Und was macht der Herr Graf? Schießt auf einen Schutzmann, haarscharf am Lingel vorbei. Weg war er. Der Schutzmann? Na, der Graf. Der kommt zu mir zum Kaffee. Der Mensch Meier. Nur keine Aufregung, ist für alles gesorgt. Jetzt pass auf, jetzt ist 3 Uhr. In einer halben Stunde stehen drunten vor deinem Haus 6 Kriminaler. Und wenn der Herr Hochstapler bloß die Haustür aufmacht, haben sie schon geschnappt. Ja, dann müssen sie aber sofort abführen, kauft's Radi. So schießt sie ja der wieder rein. Ja, aber selbstverständlich, die lassen den nicht mehr los. Allerdings, sie müssen nach dem Ausweis fragen. Und für den Fall der Fälle, dass er nun ein wirklicher Graf ist, müssen sie wieder laufen lassen. Ist er aber ein Hochstapler, da haben sie ihn am Krawattel. Mein lieber Schrumpi, sag dir bloß das eine. Bis bei dir das Kaffeewasser kocht, sitzt dran der schöne Stadel hin. Aber gleich hab ich gehabt, der hat's auf meine Bärten abgesehen. Selbstverständlich, der hat gesagt, erstens einmal ist die Ritari vorhanden und zweitens einmal ein Elternpaar, das aufs Hirn gefallen ist. Weißt du was, jetzt begleitest du mich dann über in das reizende Weinlokal und da wirst du dir dann zur Beruhigung ein Schöpperl überlegen und vom Fenster auf beobachten wir den Aufmarsch der Kriminaler. War das nix? Ja, das war schon was. Ein Schöpperl konnte ich jetzt schon brauchen, wie wenn er vom Kostüm. Also pass auf, jetzt holst du deinen Hut und drüben reden wir weiter. Ja. Hol mal das neue Kleidchen von der Bertel und trag sie ins Bad aus. Hat sie sich jetzt doch anders besonnen? Na, der werde schon beibringen, wie man einen Grafen empfängt. Mhm. Hast du jetzt einen Herrn gefunden, was drunt? Nein, drunten war ich nicht, aber er war herum. Na Gott sei Dank. Mhm. Ja, und wo ist er jetzt? Jetzt ist er wieder drunt. Was? Ja, wo denn? Ja, ich hab's nicht verstanden, die haben so gewispert. Mein Mann, mit wem denn? Mit einem gewissen Mensch Meier. Und dann sind's weg wie der Blitz. 20 Minuten bevor der Graf kommt, lässt mich der Mensch allein. Ich soll ihn drunten suchen. Na, nix, dass du auch noch fehlst. Du bringst jetzt der Bertel ihr Kleid ins Bad und ich schaue beim Wohnzimmerfenster runter. Oh. Was willst du denn in mein Zimmer? Ein Kleid holen? Ich brauche kein Kleid. Die Frau Schrömer hat aber gerade gesagt, ich kann von mir das sagen, was ich mag und ich tue, was ich mag. Glaubst du, ich lasse mich wegen dem Herrn Grafen herrichten wie ein Pfingstochs? Ich sperre mich jetzt in mein Zimmer ein und keine 10 Pferd kriegen mich mehr raus. Sich die tatsächlich eingesperrt. Ach, ist das ein narrischer Tag heute, ein narrischer. Frau Schrum! Ich glaube, der Herr Graf kommt. Um Himmels Willen, und ich bin noch nicht fertig. Ja. Therese, mach du auf, lass ihn rein. Ich komme. Frau Schrum, das kann ich nicht allein. Ich habe doch noch nie einen Grafen. Aufmach, Sachen. Ja, in Gottes Namen dann. Grüß Gott. Eva.
Hier wohnt doch Schrumm, gell? Jawohl, so richtig. Bitte allen zu drehen. Danke, danke. Herzlich willkommen, Herr Graf. Was? Kennen Sie mich? Nein, aber wir erwarten Ihnen. Ach so, ja, freilich. Ja. Also da. Ja, gleich wird die Frau Schrumm da sein. Ja, Moment, was machen Sie denn da? Ich bringe ja bloß die Blumen. Aber Herr Graf, ist doch alles schon gerichtet. Gleich gibt's einen wunderbaren Kaffee. Einen Kaffee? Ja, gleich, Herr Graf, gibt's ein gutes Kaffee. Jetzt wird's hinterher, wir folgen. Das ist ja wunderbar. Willkommen in meinem Haus. Willkommen. Ja, entschuldigen Sie. Aber keine Entschuldigung, das macht gar nichts, wenn Sie ein bisschen früher gekommen sind. Ja, bitte. Ach, und die wunderbaren Rosen. Theresa Vase. Abasen! Abos? Ach, eine Vase, ja, natürlich. Gleich gibt's eine Vase. Gleich gibt's Also, Herr Graf, ich habe noch nie so schöne Rosen gesehen. So groß und so voll. Ja, wo haben Sie denn die her? Ja, aus unserem Garten halt. Nein, na, so was Entzückendes. Ach, da züchtigen Sie Ihre Rosen selber. Ja, bitte, da ging's ins Wohnzimmer, bitte schön. Ja, wieso? Ich will ja nicht da bleiben. Aber Herr Graf, na, Sie werden Ihnen doch nicht ziehen. Ach, geh weiter, jetzt werden Sie doch ganz wieder heim. Zu Hause. Mein Mann und meine Tochter freuen sich ja auch schon so auf Ihnen. Auf mich? Ja. Das ist nett, aber trotzdem, ich habe keine Zeit, ich muss noch wohin. Ach, Sie haben noch was anderes vor? Ja, ja. Geht zum 5 Uhr Tee. Und jetzt ist schon Viertel über drei, um 3:30 muss ich wem abholen. Ach, das ist aber schade. Ach, Herr Graf, dann bleiben Sie doch wenigstens das Viertelstündel, dass wir ein bisschen plaudern. Nein, nicht? War doch auch schade um die schönen Torten und um einen Kaffee, nicht? Ich hole ihn sofort. Bitte schön, Herr Graf, nur ein Viertelstündel. Ja, nehmen Sie Platz, bitte schön. Schon, das geht aber nicht, das dürfen Sie mir nicht abschlagen. Gleich kommt's Kaffee zu Gänz. Ja, frei. Ich muss aber dringend. Bertel! Therese! Ja, was ist denn? Doch, stehst du lieber. Ist die Bertel schon angezogen? Ich glaube nicht. Ja, wo ist denn die? Ja, in ihrem Zimmer. Ach, das ist die Katastrophe. Ja, warum ist es denn passiert? Der Herr Graf will wieder weg. Er hat noch eine Verabredung. Ja. Natürlich mit einer anderen nicht. Und die Bertel hockt da drin und geht nicht mehr taub auf. Ja, was ist denn das? Die hat ja zurückgestellt. Ja, und keine 10 Pferd bringen sie mehr raus, hat sie gesagt. Bertel? Hat man je sowas gesehen? Du, die gibt überhaupt keine Antwort, verstehst? Das Kaffeewasser. Therese, bitte schau, dass die Bertel rausbringst. Dreh dir gut zu oder schlapp die dir rein, aber ja. Raus muss ich. Ich gieß dir einen Kaffee auf. Ja. Ja. Den Bertel? Den Bertel, kommens doch. Was sie, der ist so nett. Der redet genau wie wir, der hat gar nichts Grafisches. Und der Bertel, bloß ein bisschen durchs Schlüsselloch schauen, damit sie ihn wenigstens sehen. Großartig, schau das. Sie, und stellen Sie sich vor, einen Smoking hat er an. Was, ein Smoking hat er an? Ja, an helllichten Tag? Ja, der weiß schon, was ich gehört. Das ist sein Etikett. Kommen Sie. Im Fauteuil sitzt er. Wer soll das sein? Der Graf, wer denn sonst? Der Graf, hat er das selber gesagt? Ja, freilich. Das heißt nicht direkt, aber er lässt sich so ansprechen. Ja, warum soll es denn nicht sein? Das ist so wenig ein Graf, wie ich eine Gräfin bin. Was? Warum ist er da? Du, Therese, ich zieh mich um. Ich muss wissen, was dahinter steckt. Das ist kein Graf. Was, Herr Schaff, das... Oh! Ja! Ja. Suchen Sie den da unten? Ich suche einen Herrn Schrumm. Oh! Sagen Sie Ihre Herrschaft, ich muss jetzt dringend weg, jetzt kann ich nicht mehr warten. Nein, Frau Schrumm, Frau Schrumm, der Herr Graf will gehen. Jetzt ist es soweit, Herr Graf, sofort. Ja, ja, es tut mir leid, ich muss jetzt wirklich weg, es ist schon 4:30. Aber die paar Minuten, Herr Graf, also meine Töchter müssen es unbedingt noch kennenlernen. Ja, ich hätte nichts dagegen, aber sie ist ja anscheinend gar nicht da. Doch, doch, ein paar Sekunden, aber ein paar... Bertel, bitte, komm, als der Herr Graf... Du bist jetzt raus, oder nicht? Ich bitte Sie, lassen Sie es doch. Ich möchte ja nicht stören, Frau Schrumm. Grüß Gott. Herr Graf, das ist meine Bertel. Hab ich was an mir? Was schauen Sie so starr, Herr Graf? Ja,
Sind Sie nicht, ich meine, kennen wir uns nicht? Ich wüsste nicht, woher. Aber Herr Graf, na woher sollten Sie denn meine Töchter auch kennen? Ich meine, wir verkehren ja nicht in innere Kreise, nicht? Ja, jetzt wäre der Kaffee recht, nicht? Bertel, bitte schön, sei doch so gut und unterhalte den Herrn Grafen bloß ein paar Minuten, wissen Sie, ich muss einmal schnell in die Küche, muss schauen, wo die Teres bleibt, der Trampel, der Blätter, verstehst du? Oh, pardon, Herr Graf. Ja, ja. Ja? So, so. Hm? Herrschaftszeiten, Sie sind's doch. Sagen Sie mal, waren Sie nicht heute Vormittag mit Ihrem Fahrradl auf dem Markt? Ich? Ja. Am Markt? Bedauere nein. Und Fahrrad habe ich gar keins. Nicht? Sind Sie Zwilling? Nein. Löwe? Nein, ich meine, ob Sie noch eine Schwester haben. Nein. Schade. Was? Na, das kann ich Ihnen jetzt nicht erklären. Ich muss jetzt dringend weg. Naja, die Dame können es natürlich mit warten lassen. Das ist es ja. Woher wissen Sie eigentlich, dass ich zu einer Dame muss? Nein, ich weiß gar nichts. Ich meine, ich denke mir es nur, weil Sie so prächtig angezogen sind, oder nicht? Ja, leider. Wieso leider? Das sind so interne Angelegenheiten, die werden Sie wahrscheinlich nicht interessieren. Vielleicht doch. Ja? Also ich gehe nur zu dem Rendezvous, weil ich es versprochen habe. Aha. Ja, warum haben Sie es denn versprochen? Weil er damischer Teufel war. Weil ich gemeint habe, ich könnte vielleicht die andere damit recht ärgern. Ist das wahr? Ja. Ja, dann, Herr Graf. Hä? Ja, dann, Herr Graf. Bitte schön, Ihr Hut. Warum schmeißen Sie mich jetzt auf einmal hinaus? Ich meine, was pressiert denn jetzt so? Ja, mir pressiert es nicht. Ich meine, Sie müssen doch fort. Und wenn Sie zu Ihrer Dame wollen, dann kann ich Sie natürlich nicht aufhalten. Das heißt, zu meiner Dame, ich könnte eventuell eine Viertelstunde spät kommen, nicht? Das müssen Sie wissen. Was? Ob Sie Schneid dazu haben. Schneid? Ich? Haha! Ja, da kennen Sie mich schlecht, Freund Schrummel. Wo bleibt jetzt der Kaffee? Sie wollen also bleiben? Freilich. Haben wir's schon, Herr Graf, haben wir's schon. Die Kaffeemaschine war verstopft. Ja, was? Aber die haben wir so spaßig durchgeräumt. Pressiert lieber so, Mama. Der Herr Graf bleibt da. Na also, na was habe ich denn gesagt? Schauen Sie, Herr Graf, ein Likör haben wir auch da und jetzt machen wir es uns richtig gemütlich, gell? Ach, kommen Sie, machen Sie sich doch frei. So, der La jetzt, la. Ja, aber Moment, Ihr Tochter kommt doch heim mit. Ja, nicht, wer's kennt. Ja, bitte. Geh weiter. Als was soll der da sein? Als Graf, als was denn sonst? Das weiß ich noch nicht. Aber das kriege ich raus. Jetzt hat's die auch noch erwischt. Ja, so. Theresia, ältere Hütte. Ja, Herr Schrum, wo waren denn Sie? Haben denn Sie keinen Schlüssel? Nein, habe ich. Da ist er ja. Da ist er ja. Durchgerutscht. Drei Weiber im Haus und Löcher im Futter. Das spricht Bände, Therese, das spricht Bände. Herr Schrumm, haben Sie was getrunken? Zwei Schöperle. Aus Freude, Therese, verstehst du das? Nein, aber Herr Schrumm, so passen Sie doch auf. Soll ich dir sagen, warum ich mich freue? Hm? Sechs Kriminale in den Straßen verteilt und jeder ein Revolver, die es etwas gibt. Herr Schrumm, was reden Sie denn? Sie haben zu viel getrunken. Vier Schöperle, Therese. Aus Freude, aus Triumph. Jetzt brauchst du keine Angst mehr haben. Jetzt haben sie in der Wuschenheiern Grafen, diesen Hochstapler, diesen Verbrecher. Oh Gottes Willen, Herr Schrumm. Ja, mein Lieber, wenn da raufkommen werde, hätte uns alle. Ja, schon mal auf den Schutzmann geschossen, harsch auf am Linger vorbei. Herr Schrumm, Herr, sagt mir, wäre ganz schlecht. Ja, aber sechs Kriminale. Verstehst du, da drunten, wenn der bei der Haustür, die hätten uns sofort, hätten sie nicht geschnappt. Wir hätten nur weiter gesoffen, wenn nicht der Meier bei der Polizei angerufen hätte. Da haben sie dann gesagt, dass das alles erledigt ist. Jetzt kommt der Graf nicht mehr zu uns. Der ist doch da. Wer? Der Graf. Wo? Da drin sitzt er. Herr Schrumm, der muss der Polizei wieder auskommen sein.
Im Wohnzimmer mit der Gnädigen und mit der vollen Wärtel da schützen. Ich höre nichts. Vielleicht sind schon alle tot. Und das ist doch nicht dein Ernst. Dann Spaß wäre ich machen mit sowas. Was sehen wir denn da schon? Abhauen. Ich stopp bleiben. Sie können mich doch jetzt nicht allein lassen mit einem Verbrecher und zwei Leichen. Ja, die muss doch die Polizei holen. Die hole ich. Nein, die hole ich. Nein, die hole ich. Na, holen wir es mit nach Hause. Ja. Halt mal, ich höre, pass auf. Da muss ja noch gar nichts passiert sein. Hm. Hast du schon einen Schuss gehört? Nein. Also pass auf, dann müssen wir jetzt mit Illigen in die Legelenz und dann müssen wir rausbringen, verstehst du? Ja. Wie lange ist der jetzt da? Viertelstunde. Von Bertel hat ja gleich gesagt, das ist kein richtiger Graf. Und jetzt sitzt sie da drin und will rausbringen, wer er wirklich ist. Was macht's denn immer, wenn ich nicht taub bin? Das ist am, wenn der draufkommt, dass die ihn im Verdacht hat, was glaubt. Ach, Terrorist. Dann müssen wir jetzt schauen, dass man mit Güte, dass man mal rausbringen, verstehst? Wir müssen auf alles eingehen. Ja. Wir müssen so tun, wie wenn er wirklich ein Graf wäre. Mhm. Aber dass du meinen Alten nichts sagst. Okay? Und der Bertel, die können aus dem Maul nicht holen. Ich sag kein Wort. Also, den kaufen wir jetzt, den Brüder. Auge in Auge. Zahn um Zahn, da ist dir, da. Jetzt kommt er schon, jetzt kommt er schon. Besetzt. Hat er schon und wird immer gesprächiger. Jetzt kriegt er nur ein paar scharfe Schnäpps und dann frage ich ihn gerade ins Gesicht, was er will. Papa! Was ist denn mit euch zwei? Verloren! Du nicht erschrecken, die ist da drin. Das ist kein Graf. So, weißt du das auch schon? Das auf dich abgesehen. Nein. Das ist ein Verbrecher. Okay, Papa, jetzt hat's. Ja, ich hab's doch von der Polizei. Der hat doch schon mal auf einen Lingerl geschossen, Haarschaf am Schutzmann vorbei. Sag einmal, Papa, hast du viel? Ja, das hat er zwar schon. Ach, ich bin jetzt schon lang wieder nüchtern-Dings. Ja. Pass auf, jetzt übernehme ich das Kommando. Du sperrst dich jetzt sofort ins Bad ein und lass dich nicht mehr blicken. Ich opfere mich für die Familie. Ja, und was ist mit der Frau Schrumm? Opfern? Also, ihr redet einen furchtbaren Schmarrn zusammen. Ja, Papa, jetzt komm doch mal zu dir. Der da drin ist zwar kein Graf, das glaube ich ja selber auch nicht, aber ganz bestimmt kein Verbrecher. Außerdem habe ich doch heute früh mit ihm am Viktualienmarkt geredet. Da war er als Gärtner. Schuster, das ist Verkleidung, du Dummerli, das ist doch alles Verkleidung. Hat sich der heute früh schon angeschlichen? Jetzt möchte ich aber selber gern wissen, wer und was das eigentlich ist. Wo ist denn mein Radlschlüssel? Was ist denn, wo willst du denn hin, Bertel? Zum Viktualienmarkt fahre ich. Nein. Du, Papa, schau, dass es denn da bleibt, solange es geht. Bleib ich brauche Ihre Wille. In 10 Minuten bin ich wieder da. Doch da. Ich bleib auch nicht mehr da. Ich sperre mich in die Küche ein. Du bleibst da. Nein, ich muss. Ja, ich. Das lassen Sie mich allein mit dem Verbrecher. Ja, wird sie da sein. Bertel, hast du mich jetzt erschreckt? Na, endlich bist du da. Du lebst noch. Du, Josef, stell dir vor, er ist von der Bertel ganz hingerissen. Fünf Glas Likör haben wir gezwitschert. Mei, und lustig ist der. So ein ovaler Mensch. Wo ist denn die Bertel? Ach, die wollte den anderen Schnaps holen mit der Küche. Du, zieh dir deinen schwarzen Anzug an. Jetzt weiß ich, bin ja noch nicht tot. Ich muss mir doch jetzt anschauen. Wie der Bruder ausschaut. Ja, da Sie sind das, ich hab jetzt gemeint, Frau Schrumm ist es. Nein, ich bin der Herr. Der Herr. Prost, ja. Herr Schrumm. Prost. Da sind Sie also praktisch mit Frau Schrumm Schrumm und mit Echterl Schrumm Schrumm Schrumm. Schrumm. Ja. Ui, ich hab mir noch gar nicht vorgestellt, entschuldigen Sie, Schrumm. Ich weiß, Herr Graf, ja, das ist recht unangenehm. Ach, Sie kennen mich auch schon. Sie sind mir nicht böse, dass ich mir das bei Ihnen so gemütlich gemacht habe. Das ist uns völlig Dings, ja. Das Ihnen nur gefällt. Haben Herr Schnapp schon Graf gekriegt? Hä? Ach so, freilich. Ihr Tochter schenkt mir ja laufend ein. Ist eine gute Idee. Lieb ist die. Wo ist denn jetzt? Das, Hä? Die kommt schon. Ja?
kommt schon. Sagen Sie mal, Herr Schrumm, haben Sie eigentlich nur die eine Tochter oder haben Sie mehrere? Nein, mir ist nur die bekannt. Ja? Also, dass Sie zwei ja so ähnlich schauen können. Ja. Schaut, Herr Schrumm, sehr schaut. Die hätte mir nämlich gefallen. Ein Luder war das. Gleich noch frecher wie das ihrige. Von wem diskutieren, Herr Graf? Ja, von der, die heute in der Früh mit ihrem Radl am Markt war. Runtergrüßen ihrer Tochter, hat die gleich geschaut. Und wie ich zuerst von dem Bertl gesehen hat, ja, ich hätte sperren können, das ist die vom Markt. Aber die Tochter hat gesagt, sie hat weder ein Fahrrad noch was damit am Markt. Also kann sie es doch gar nicht gewesen sein, ne? Ergo Fulgo. Ergo was? Sind Sie Lateiner? Nein, Giersinger. Ah. Schauen Sie doch, dass die andere finden. Ja, aber wie? Passen Sie auf, ich helfe Ihnen. Ja? Wir gehen zusammen auf die Polizei. Nein, was wollen wir denn auf der Polizei? Erkundigungen und Reste. Reste? Schauen Sie her. Wir nehmen da das Bild von der Bertel mit und auf Polizei und da sagen wir Ihnen so unähnlich schaut's aus. Die haben Sie in einer halben Stunde. Sie sind hier ganz falsch, Herr Graf. Sie brauchen eine andere. Bitte schön, Sie brauchen eine. Ja, was? Nein, schauen Sie, wenn wir mit sowas zur Polizei kommen, die lachen uns doch aus. Die lachen nicht, die haben froh, wenn sie Arbeit kriegen. Das ist ja jede Minute, ist kostbar, bitte schön. Herr Schrumm, stellen Sie nicht doch vor, wir kommen. Was ist denn mit unserer Bertel? Ach, Herr Graf, Sie haben meinen Mann schon kennengelernt. Ja, wir haben schon die Ehre, das ist ja. So. Komm, schleich dich. Weißt du, wo die Bertel hin ist? Warum ist die weg? Ja, und die Terry sagt, dass sie dich. Das interessiert doch unseren Gast nicht. Also entschuldige, Josef, aber da muss was passiert sein, nicht? Die Therese hat sich in der Küche eingesperrt und heult und die Bertel soll ihren Radlschlüssel genommen haben. Was? Nein, das stimmt nicht. Das ist ja. Die hat ja gar kein Fahrrad. Was hat's nicht? Ja, spitzt jetzt. Was haben Sie gesagt, Frau Schrumm? Sie ist mit dem Radl weg. Ja, die Therese sagt's jedenfalls. Herr Schrumm, da haben ja Sie mich angelogen. Sie haben gesagt, die hat gar kein Radl. Da jetzt geht das mir los. Sagen Sie mal. Polizei! Polizei! Josef, so bleibt. Bitte schön, gehen Sie her. Bitte. Kommen Sie mal zu mir. Das ist doch Ihre Tochter. Ja. Und hat die ein Fahrrad? Freilich, warum soll es denn keins haben? Und war die damit heute Vormittag am Markt? Ja, das war so um 10 herum, nicht? Ja, was ein Kleidung. Dein Luder ist das. Ja, hat Ihnen die Bertel was getan, Herr Graf? Getan. Sehr richtig. Angetan hat es mir. Gefallen hat es mir. Was? Herr Graf, soll das heißen, dass Sie und meine Bertel... Nichts anderes. Herr Graf, ich in der Box nimmer. Oh, Hilfe! Hilfe, geht's weg von dem! Das ist ein Schwindler. Was bin ich? Sie, und wenn Sie mich erschießen, unsere Bertel kriegen Sie nicht. Lieber nehmen Sie mich. Ja, danke. Ja, bist jetzt doch ganz und gar übergeschnappt, ne? Glauben Sie mir's doch. Sie, wir wissen alles von Ihnen. Passen Sie mal auf, ich möchte... Jetzt hat er mir Hilfe auslassen! Nein, ich war... Der will mich mördern! Nein. Schießt es durch den Gezanzlinger! Was ist denn auf mit den Händen als Kraft? Halt! Was wollen Sie denn? Der Herr ist mein Gast! Herr Graf, bitte so reden Sie doch, das ist doch alles nur ein Irrtum! Ja, sagt Sie mal, was wollt ihr denn eigentlich alle von mir? Sie sind verhaftet! Leisten Sie keinen Widerstand! Sie werden seit 3 Jahren gesucht wegen Hochstapelei! Heiratsschwindel und versuchten Totschlag. Josef, das ist doch nicht wahr. Aber natürlich ist es wahr. Und einen Beamten hat er... Schossen, Ringel. Er weiß schon wieder, ja. Haarscharf am Ringel vorbei. Sind Sie das oder sind Sie das nicht? Nein, mein Lieber, das bin ich nicht. Na, das sieht doch ein Blinder, dass der Herr Graf das nicht sein kann. Ja, von wegen Graf. Haben Sie einen Ausweis? Freilich. Bitte? Na ja, den trage ich doch nicht jeden Tag mit mir spazieren. Aha, da haben wir ihn schon. Keinen Ausweis. Also ergeben Sie sich, jetzt kommen wir es mal nicht mehr aus. Josef, ich steh's nicht mehr durch. Oh. Was ist? Ohnmacht! Hinlegen und gleich mit kaltem Wasser anspritzen. Ja, die ist ja halt schon mal mit kaltem Wasser angespritzt worden. Vielleicht zu wenig. Ja, mit Wasser darf es doch nicht sparen. Ja. Legen wir es unter Gleitung. Ja. Also, jetzt kommen wir es weiter. Nein, also, Wachmeister, jetzt lassen Sie mich aus und sagen Sie mal, wie Sie draufkommen, dass ich ein Verbrecher bin. Wollen Sie vielleicht immer noch behaupten, dass Sie wirklich ein Graf sind? Nein, aber... Der Herr Schrumm hat mich direkt von der Straße weggeholt. So spanisch sind Sie im Vollkommen, Sie Graf. Und jetzt reden Sie lang, kommen Sie mit, Sie sind da. Ja, eine Frage noch, Herr Wachmeister. Was denn noch? Bitte, hat die Tochter auch geglaubt, dass ich ein Graf bin? Ja, was weiß die nicht? Jedenfalls haben Sie die hübsch einparfümiert, Sie Heiratsschwindler. Ja, die ist jetzt in Marken untergefahren, weil sie partout nicht glauben will, dass Sie ein Gauner sind. Herr Wachmeister, Sie sind ein Engel. Oh! Ah! Ja, gibt's denn das auch? Ja, also mir ist schon viel im Dienst passiert, aber sowas doch nicht. Ja, Teufel! Folgen Sie mir unauffällig. Muss ich wirklich, Herr Wachmeister?
Da haben Sie vielleicht geglaubt, dass ich Ihnen da herinner Bett aufschlagen lassen. Sie, das kann das für ein Bärtel sein, die darf mich da nicht mehr sehen. Ja, ich bin hier schon da. Jesus, sie ist ja immer noch da. Sagen Sie mal, gibt es da irgendwo einen zweiten Ausgang? Nein, durch die Küche über die Hintertreppe. Gut, gehen wir, Herr Wachmeister. Halt, halt, Sie haben doch Sie abzuführen. Das ist doch gleich, Sie haben mich doch. Gehen Sie doch weiter. Und der Freund Bärtel, sagen Sie einen schönen Gruß von Ihrem Verbrecher. Ja. Das kommt mir aber gespaßig vor. Da rennt doch wer drin. Herr Ries, wo ist Ihr Verbrecher? Über die Hintertreppe mit dem Schutzmann. Ja, also dann gieß meine Frau weiter, ich mach da auf. Also, da sind Sie ja. Warum haben Sie so lange nicht aufgemacht? Haben Sie geschlafen? Schlafen? Von wegen. Was wollen Sie bei mir? Na, mein Schorsch suche ich. Wo ist er denn? Was weiß denn ich? Na, aber ich habe ihm doch einen Boten mit den Rosen geschickt. Nach drei wollte er hier sein und um 3:30 wollte er das Fräulein abholen. Und jetzt ist schon 4:45. Ja, hat er denn die Rosen nicht gebracht? Was kümmern denn mich die Rosen? Ich brauche meine Tochter. Babette. Ja, war er denn nicht da? Sie müssen es doch wissen. Bitte dich, ja, was siehst denn das? Was möchte denn die da? Der mit den Bauernrosen. Josef, wie kommt das Weib in unser Haus? Das ist ihr Frau. Brussel, halt mich zurück, sonst geschieht ein Unglück. Josef, die will mich anfachen. Ich bin doch nicht, ich such doch einen Boden. Bei uns ist kein Bode. Und aus mit der Giftnuh. Was hast du gesagt? Brussel, lass mich aus. Jetzt muss das Unglück geschehen. Hilfe! Und die Frau Schrumpf. Lass mich doch mit einer Marktfrau zufrieden. Was ist mit dem Grafen? Mit dem Grafen? Was war jetzt mit dem Grafen? Die Polizei hat ihn abgeführt. Nein. Ja, wie kommt denn sonst die Polizei? Der Herr Schrumpf hat es doch geholt, wenn er doch ein Verbrecher ist. Wir lassen uns doch nicht alle abkrageln. Hättest du ihn nicht noch ein bisschen warten können? Ich hätte die Wahrheit schon noch rausgekriegt, aber wenn doch jetzt der Stand, wo ich ihn heute früh gesehen habe, zugesperrt war. Aber ich weiß ganz bestimmt, das ist kein Verbrecher. Was reden Sie denn für ein dummes Zeug? Er hat es doch selber gesagt. Was hat er gesagt? Einen schönen Gruß hat er gesagt an die Frau Bertel von ihrem Verbrecher. Ach, jetzt kommt die schon wieder. Ich komm wieder. In der Bibel, der eine Wiesnuhe, da sperrt sie sich aber nicht mehr ein. So eine feige Gesellschaft. Was nützt uns denn die Frau? Wir suchen doch einen Schorsch hier. Ach, wenn... ich... Ui. Das ist ja der von heute Vormittag. Was wollen denn Sie? Der hat es heute Vormittag mit dem Schorsch gehabt. Ja, wo ist denn der Schorschi? Sie müssen es doch wissen. Was soll denn das heißen? Was wissen Sie von meinem Schorschi? Wer ist denn der Schorschi? Na, mein Sohn, der mir die Rosen hergebracht hat. Ja, der muss doch da gewesen sein. Ach, das ist Ihr Sohn, der da war. Ja, hören Sie, er war da. Und dann hätte er mich abholen sollen und ist nicht gekommen. Extra schön habe ich mich angezogen zum 5:10. Yes, Herr Lenz. Da gehst her. Nein, ich mag nicht. Ja, was wollen denn Sie da? So, Petzl, hast du gemeint, du kommst mal raus? Mit wem gehst du zum 5:10? Für wen ziehst du dich schön an? Sie lassen es die Bratzen von dem Mal. Einmal noch verzeihen Sie mir das, Mädel. Einmal noch verziehen Sie mir's. Dann erleben Sie was. Die Radischwanzel und Töse. Der zeige ich, zu wem sie gehört. Der bringe ich einen Anstand Bayern, eine bohrische Treu. Wer es nicht jung lernt, versteht später nicht. Weiter, auf Sie. Nein, wo ich mit dem Schorschi. Frau Graf, helfen Sie mir doch. Sieh, das ist polizeiwidrig. Das ist Freiheitsberaubung. Ja. So ist das Leben, Gens. Guck Sie unverschämt. Die Händweg, sage ich. Und sagen Sie an Herrn Schorschi, wenn er mir bei der Rosel noch einmal in die Quer kommt, dann ziehe ich ihn so in die Länge, dass er in der Kegelbahn übernachten muss. Entschuldigen Sie, Fräulein. Aber wissen Sie, mit denen Leuten muss man reden, für Sie es verstehen. Ich habe die Ehre. Weiter, auf geht's. Hören Sie, ich... Und dabei hat er mein Schorschi das Ausgehen versprochen. Ihr Schorschi will ja gar nicht. Ja, woher wollen Sie denn das wissen? Weil er mir es gesagt hat. Ihnen, der Schorschi. Ja, aber da müssen Sie auch wissen, wo er jetzt ist. Leider nein. Das werde ich gleich erfahren. Herr Les? Ja.
Du, sag einmal, wo ist denn der Hochstapler hin? Was ist das, ein Hochstapler? Ja, mit dem Schutzmann ist er weg, wahrscheinlich auf die Wach. Was? Na, der Herrn, Sie, Ihren Sohn haben's verhaftet. Aber jetzt finde ich ihn. Jetzt kommt er mir nimmer aus. Was hat die gesagt? Verhaftet? Das kann nicht wahr sein. Mein Schorschi verhaftet! Hilf mir, Herr Schorschi! Lass es den Terrys aus, gell? Was ist denn mit der Bertel? Wo ist denn die? Gerade war es da, jetzt ist wieder weg. Ja, warum hast du es denn da nicht aufgehalten? Wo ist denn hin? Ja, zur Polizei, dem Sohn nach, diesem Verbrecher. Was haben Sie, Verbrecher? Ja, ihr wollt ihn dazu machen. Und die Polizei ist damisch genug und macht mit. Aber denen werde ich beibringen. Denen werde ich nicht helfen, die Schuhe. Denen werde ich zeigen, wo der Bartel die Wurst holt. Den Preise raus! Das war seine Mutter. Die Frau Gräfin. Oh, brav, jetzt kann ich gleich wieder ein Wasser holen. Die Gnädige kommt halt aus der Behandlung nicht mehr raus. Ich lass mein Tierschild ändern, Josef Schrumm, Kaltwasserheilanstalt. Schaut hinter die Kulissen im Herrschaftsehestand. Der Herr legt scharf die Speisen, die Frau ganz mild die Sauce. Er sagt, dass ich ein Perle bin, sie sitzt am hohen Ross. Und wenn ich meine Gnädige nur um 10 Pfennig schädige, dann plärrt sie ordinär, dass ich ein Trampel wär. Kennen Sie meine Gnädige? Nicht? Sind's froh? Ja, mit so einer Herrschaft, da kannst du was erleben. Das kann auf die Dauer ein Nervenschock geben. Ja, mit so einer Herrschaft, da kommst seelisch am Hund. Mir fehlt's bloß in die Nerven, aber sonst bin ich zurück. Ich bin ein reifes Mädchen und lieb die Männer sehr. Ich schwärm für die Soldaten, mein Schatz, ich war lang schwer. Er ist 1,90 Meter, die Länge hab ich so gern. Ich bring ihm eine Brotzeit mit und sieg ein vom Gehirn. Und gib mir dann mein Kavalier ein Abschiedsbussel vor der Tür. Dann masselt die ne Frau und macht den Mordsradau. Die Stellung ist noch der Ruin von meinem Privatleben. Ja, mit so einer Herrschaft, da kannst du was erleben. Da kannst bei der Liebe einen Nervenschock geben. Ja, mit so einer Herrschaft, da kommst seelisch am Hund. Mir fehlt's bloß in die Nerven, aber sonst bin ich so. Als Köchin weiß ich alles, was in dem Haus passiert. Von mir gibt's kein Geheimnis, wird alles kontrolliert. Zieht sich die Herrschaft gnädig ins Boudoir zurück. Ich schau ihr durch das Schlüsselloch und weiß am ersten Blick, da drinnen ist der Teufel los. Er stampft wie ein Rhinoceros. Sie will hinausmarschieren, schlagt mir die Tür aufs Hirn. Mein, hab ich einen Winkel gehabt. Glauben Sie, ich bin schon rundherum beschädigt. Ja, mit so einer Herrschaft, da kannst du was erleben. Mir werden's bald im Narrenhaus Zwangsjacken gehen. Ja, mit so einer Herrschaft, da kommst seelisch am Hund. Mir fehlt's bloß in die Nerven, aber sonst bin ich so.
Sie haben doch, Herr Kriminalinspektor. Wir haben die Meldeliste erst aus der Registratur holen müssen. Herr Schockieberl, wie lange dauert es denn noch? Ja, mein... Herr Schock, lassen wir doch nicht Ihren Katar rüber. Schau mal, was für Bazillen gehört, hä? Ich hab keinen Katar, das macht der Staub. Pi, Pi. Doch nicht Pi, O. Oh. Augenblick noch, Herr Inspektor. Ich suche fieberhaft. Ho, ho, ho. Das ist ein Polar. Hat ihn schon. Polar. Wie? Wo gemeldet? Gib's her. Gib's weg. Her. Adelbert von Por. Hatschi! Entschuldigen Sie. Warst krank? Aber Herr, aber in unserer Ablage liegt hingedickter Staub, weil ihm da bloß Bodenschruppen vorgesehen ist, aber nichts für Staubwischen. Ja, und der Beamte kann es aufschnuffeln. Was, Sie sind nicht zuständig? Ja, weiß ich, Herr Inspektor, weiß ich. Die uniformierte Schutzmannschaft ist ja immer der letzte Arm von der Polizei. Ja, also da steht, Adelbert von Polar hat einmal gewohnt in der Künstlerstraße. Was, Richard von Polar? Nein, nein, der unsere heißt Adelbert. Nein, nein, bestimmt nicht. Jawohl, Herr Inspektor. Bitte sehr. Danke sehr. Bitte sehr. War das nicht? Nein, wieder nicht. So was Saudums mit dem Polar, das geht jetzt schon seit 3 Stunden hin und her. Erst hast du jetzt ein Hochstapler, noch hast du wieder erst ein Graf. Und als ein neues Haar in der Suppen aufgedacht scheinbar, soll er jetzt doch wieder ein Hochstapler sein. Ja, haben sie jetzt überhaupt schon oder haben sie noch nicht? Ja, scheinbar nicht, sonst werden sie doch nicht ununterbrochen miteinander telefonieren. Ach, diese Herren Kriminale, die haben ja keinen Weitblick, kein Feingefühl. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Ich als Kriminalist bin einmal so einen Brief in die Hand gekriegt, wo einer an eine Familie schreibt, wo ihn gar nicht kennt, kommt auf Besuch und heißt sich Graf. Haha, den hätte ich schon bei Krawattel, ne? Aber die telefonieren in der Weltschicht umeinander. Ja, du hast die Listen wieder raus. Komm mal vor, wie der reinste Mehlwurm. Schutzmann Schmeiriedl vom Revier 1. Dann, was wollen Sie? Herr Kommissär, dieser Mann ist verhaftet. Der muss sofort auf die Polizeidirektion gebracht werden. Warum kommen Sie da zu mir? Ist das vielleicht die neueste Tour, dass man die Kameraden von einem anderen Revier die Schreibereien aufhängt? Warum gehst du nicht in dein eigenes Revier in Böcklenstraße? Weil es ihm so pressiert hat. Er hat wahrscheinlich Angst, dass ich ihm auskomme. Ruhe! Sie reden, wenn Sie gefragt sind. Herr Kommissär, dieser Mann ist ein Verbrecher. Das geht doch nicht mehr nichts an. Herr Schaffthebel! Bringt doch endlich einmal den Akt raus, nicht wahr? Jawohl, Herr Kommissär. Und wenn ich nimmer komme, dann haben wir einen Stapler, wenn ich begraben. Herr Kommissär, die Sache ist sehr wichtig. Ein schwerer Fall. Nämlich, dieser Mensch ist ein gesuchter Heiratsschwindler. Gibt sich als Graf aus und... Was ist er? Ein Heiratsschwindler. Und als Graf gebe ich mich aus. Angeblich. Großer Herr. Ja, was ist denn mit dem? So schaut er aus. Ja. Willst du rein? Ich fahr drin für den Mann. Muss rein. Was steht denn da hinten? Ja, jetzt haben wir dich, Freundl. Jetzt bist du beim Richtigen. Ja, Schaff, lass uns mich doch aus. Wie dich auslassen? Wissen Sie, wer Sie sind? Ja. Sie sind der Graf Polar. Wer bin ich? Schauen Sie einmal das Gesicht an. Da steht alles drin, wenn Sie ein bisschen an und haben von der Psyche... Atri? Naja, ne wahr? Den Brief leugnen Sie natürlich auch ab. Was für ein Brief? Die haben jetzt angeblich ein Graf Polar an die Familie Schrimm-Schrumm. Schrumm? Schrimm, ja, sag ich ja, ne wahr? Und haben sich für heute Nachmittag angemeldet. Sie sind ein seit 3 Jahren gesuchter Heiratsschwindler. Okay, jetzt hören Sie aber auf. Und auf einen Polizeibeamten hat er auch schon mal geschossen. Haarscharf am Lingerl vorbei, ja, das kann ich schon auswendig. Das ist ein eiskalter Schuft. Aber jetzt ist aus. Aus und vorbei. Schutzmann, mach es die Tür auf und nehme die mit die Arrestzelle. Ja, was wollt ihr mit mir? Die anderen haben doch geglaubt, dass ich ein Graf bin. Herrschaftszeiten, für mich spinnt sie alle im höchsten Grad. Ui. Ein Polizeibeamter spinnt nie. Merken Sie nicht das? Nie! Und sagt er gar nicht im höchsten Grad. Weißt du, das ist doch lächerlich, was du Was war jetzt das für ein Graf? Ja, den Mann haben wir eingekastelt. Aha, der war nicht direkt frech. Grüß Gott! Ach, entschuldigen Sie, sind Sie der Kommissär? Leider nein. Sind Sie der... Ach, entschuldigen Sie, Herr Kommissär. Jetzt war ich schon auf 2 Wochen am Steingeplatz und in der Böcklein-Straße, aber nirgends finde ich ihn. Ist er da? Moment, Fräulein. Erstens einmal ist der Platz für den Parteienverkehr da draußen über. Wie was hätten wir denn sonst erklären?
Und zweitens habe ich jetzt was anderes zu tun. Da nehmen Sie Platz, bis der Herr Schöbel Sie aufruft. Das bin ich. Bitte schön, Fräulein. Und Sie, Schutzmann, bewachen die Tür, dass uns nicht ausbricht. Also Hochstapler und Heiratsschwindler ist ja schließlich kein leichter Fall, nicht wahr? Ja, komm her. Sie, was haben Sie? Einen Hochstapler und Heiratsschwindler? Ja, Sie, wo haben Sie den? Das ist doch der, den ich suche. Den suchen Sie? Den jungen Mann, der bei uns zu Besuch war. In der Gretzigstraße drin. Schlanker, schwarzer. Ein Smoking hat er an. Was? Ein Smoking? Das ist er. Sie meinen tatsächlich unseren Arrestanten? Ja, aber wieso suchen Sie den? Ja. Wer sind Sie denn eigentlich? Die Tochter von der Familie, wo er heute war. Was, das Fräulein Schrumm? Ja, natürlich, Sie, das ist kein Hochstapler. Bitte schön, geben Sie mir doch raus. Hm. Bitte schön. Rausgeben. Ihnen. So schauen Sie aus. Wir fahren in 5 Minuten nach Stadelheim raus und da können Sie ihn nach 10 Jahren wieder abholen. Wenn Sie Glück haben, nicht wahr? Nein. Ja, aber das ist doch gar nicht möglich. Das kann doch gar kein Schwindler sein. So ein netter Mensch. Aber liebes Fräulein, wenn Sie ein bisschen was verstehen von der Psyche, na ja, nicht wahr? Da weiß man, Sie sind befangen. Natürlich, ein Kopf hat Ihr Vertrag. Ja, wenn schon, wird man deswegen gleich eingesperrt. Aber dass er ein Schwindler ist, das können Sie nicht beweisen. Und Sie nicht, und Sie erst recht nicht. Warum sagen Sie jetzt bei mir erst recht dazu? Aber liebes Fräulein, schlimm sind Sie doch nicht so verbohrt. Wenn der da drin wirklich kein Hochstapler ist, wo wäre denn dann der andere, der richtige Graf, Dings? Hola. Ich sage schon selber, nicht wahr? Der Graf Pollard, hä? Woher soll ich denn das wissen? Das müsste Ihnen doch Ihr Verstand sagen. Weil der schon jedes Kind spannt, der da drin und der Briefelschreiber ist ein und derselbe. Sozusagen identisch. Das gibt's doch einfach nicht. Seine Mutter war doch auch da und hat's gesagt. Wo war die? Bei uns in der Wohnung drüben und hat ihren Sohn gesucht. Und hat gewusst, dass er bei Ihnen ist. Ja. Kurzmann, die Mutter muss her, sofort arretieren. Woher, kann man sehen? Die zwei gehören zusammen, die stecken unter einer Decke. Wie schaut die sogenannte Mutter aus? Wie heißt sie? Wo wohnt sie? Also, das ist doch absurd! Absurd? Ah, da ist sie ja. Auf alle Wochen war ich schon. Wo ist mein Schorschi? Wer sind Sie? Das ist die Mutter. Schäbel, die Tür sichern. Schutzmann, packen Sie es. Ja, was soll denn das heißen? Auslassen! Nichts wird auslassen, Sie erst mal gestanden. Was haben Sie in der Wohnung schon zu tun gehabt? Mein Schorsch habe ich gesucht. Bei der war er. Und die hat gesagt, er ist ein Verbrecher. Nein, ich habe das nicht gesagt. Sie geben also zu, dass dieser Mensch Ihr Sohn ist. Sie, das ist kein Mensch. Das ist mein Schorsch. So, so. Und Sie sind seine Komplizin. Was bin ich, Ihr Komplizin? Ist halt die Begreifung. Sie, gesagt, bin ich zurück. Sie. Auslassen, sage ich. Und wenn mich noch einmal einer antappt, dann schnallt's. Soll ich dir Verstärkung holen? Was haben Sie gesagt? Warum ist mein Schorsch ein Verbrecher? Wenn er sich doch Graf heißt, haben Sie das gewusst, dass er sich Graf nennt? Wir heißen uns doch alle Graf. Aha, die Beweiskette ist geschlossen. Sie sind verhaftet. Was? Also los, kommen Sie rein in die Zelle. Ja, sitzen Sie den Nacht immer. Dass Sie die Komplize, die Frau kommt in die Registratur. Da kommt es gleich drauf. Drin sind so blöd, der Herr macht die Tür auf, nicht wahr? Sie loslassen, sage ich! Das sind Räuber bei der Polizei! Hilfe! Schorschi! Mein 3 Matschmiller und ein schwaches Bein! Na, ihr seid Helden! Und dein! Wo ist meine Mama? Ach, Sie sind da. Wo ist meine Mami? Hab's doch gerade gehört. Da drüben. Ich hab's eingesperrt. Und die 3 anderen dazu. Die Polizisten? Gott, wo hören sie's? Und Mama lacht. Ich lasse halt nicht aus. Aber sieht, das ist strafbar, was sie da gemacht haben. Freiheitsberaubung und noch dazu an Amtspersonen. Warum haben sie denn das gemacht? Damit sie fort können. Gehen sie zu weit weg. Schnell laufen's. Da haben sie Angst um mich. Die fragen's doch nicht lang. Das hat doch keinen Sinn. Gehen sie zu, laufen's. Was können sie? Ich sperr's wieder auf, wenn sie eine Zeit lang weg sind. Mein Schrumm, sie weinen ja. Sie sich einbilden. Wegen Ihnen werde ich weinen. Geht's doch zu, ich will Sie nicht mehr sehen. Aha, und Sie lassen mich so einfach laufen, obwohl Sie genau wissen, dass ich ein lang gesuchter Verbrecher bin. Hm? Das weiß ich nicht. Das ist mir auch gleich. Schaut doch, dass die anderen finden, die von 5 Uhr Tee, die können es dann einwickeln, aber mich nimmer. Nun, wer wird denn so weinen? Ich weine auch gar nicht wegen Ihnen. Nee? Ja, da schau her. Wegen wem dann? Überhaupt. Aha. Na ja, freilich, warum sollen Sie auch wegen mir weinen, nicht? Wo Sie mich doch gar nicht kennen, wie Sie heute Nachmittag gesagt haben. Ich hab doch nur so getan, das wissen Sie doch. Aha. Aber dass vielleicht ich nur so getan habe wegen dem Verbrecher, das wissen Sie nicht.
Es ist mir jetzt schon alles wurscht. Schutzmann, Polizei! Hallo! Ist denn da niemand? Ah! Josef, in den Armen des Verbrechers! Der würgt's ja schon! Was an uns sage ich? Nein, nein, nein. Du brauchst dich nicht mehr aufregen, Papa. Ich bleib bei ihm. Mir trifft der Schlaf. Ja, das ging ja noch. Aber Bertel, du kehrst doch zu uns. Na, da sind's zu spät dran, Herr Schrumm. Die Bertel gehört jetzt zu mir. Ja, Papa, ich fläche an. Auf den Knie fläche sie an. Sie können alles von mir haben. Mein Geld, mein Gold, meine Frau. Was? Und mein Haus. Aber bitte geben Sie mir meine Tochter wieder. Na, schauen Sie, der hätte meinen Schwiegervater gern jeden Schwieger. Fall. Schwieger. Aber ich will nicht ihr Geld, ich will die Bertel. Und die Bertel will mich. Der muss hypnotisiert haben. Frau, Frau, bleiben Sie! Hände hoch, ergeben Sie sich oder ich schieße! Was ist da auf, der könnte losgehen. Fang auf, George, du nicht verteidigen. Halt! Keiner verlässt den Raum, alles dann über. Alle, alle, alle! Auf die Niederdienstgrade, hopp! Und jetzt zu Ihnen, Herr Schrumm. Krieg ich jetzt Ihr Dichterl oder krieg ich es nicht? Nein. Du willst mich auf der Stellung bringen. Lieber tot als wie das Kind in den Armen von einem Hochstapler. Jawohl, von einem Grafen, der gar keiner ist. Aber jetzt wirst du mal zu blöd. Wir hatten die Geschichte aufgebracht mit dem Grafen. Schauschi, hast du gesagt, dass du ein Graf bist? Nein. Das ist alles Lüge. Der hat sich bei uns als Graf anreden lassen. Ja, stimmt, Herr Schrumm, aber nicht als ein Graf, sondern als Herr Graf. Weil ich nämlich zufällig so heiß mit Familiennamen. Oh, der heißt bloß so. Graf heißt er. Ja. Und Schorschi. Tja, der Graf Schorschi. Nein, das haben schon wieder falsch betont, der Graf Schorschi. Na, glauben Sie es jetzt endlich. Er hat ihnen ja nur die Rosen für ihre Töchter gebracht, was sie bei mir gekauft haben. Ja, und wie ich gekommen bin, hat jeder zu mir Herr Graf gesagt. Dann haben wir natürlich gedacht, vielleicht kennen Sie meinen Namen von der Bestellung her. Ich hätte nicht wissen können, dass Sie einen wirklichen Grafen erwarten. Das muss ich dumm fragen. Da sind Sie gar kein Hochstapler und Heiratsschwindler. Natürlich nicht. Oh, Josef, ich kann gar nicht hinschauen. Ja, schau weg. Moment einmal. Jetzt muss ich noch drüber fragen. Jetzt bin ich von Ihnen gewöhnt. Wer hat nachher den Brief an die Frau Schrumm geschrieben? Ja, der mit der Krone, mit der Unterschrift Richard von Pollard. Also entweder ist das ein wirklicher Graf oder das ist ein Hochstapler. Ja, und wenn der kein Hochstapler ist, ein anderer. Wenn wir drei kommen, Sie erwähnen, Zierl. Was der Graf Poller ist, kein. Was ist denn nicht, bitte? Wir haben Sie den schon gehabt. Schon seit 3 Stunden. Na, wird nichts gemacht. Nein, wird nichts mehr unternommen. Jawohl, Herr Inspektor. Bitte sehr. Danke sehr. Was haben Sie jetzt von dem Poller erfahren? Ist er es nicht? Ja, er ist es nicht. Ah, oh, jetzt ist er nicht einmal mehr identisch. Mindestens Oberkommissär wäre ich geworden. Ist er kein Hochstapler? Jetzt habe ich einen Dreck im Schachtel, nicht wahr? Entschuldigen schon, es tut mir sehr leid. Bitte schön. Und der Briefschreiber, der richtige Graf Poller, ist auf dem Weg zu Ihrer Wohnung. Josef, wir müssen sofort heim, der Graf kommt. Komm. Ja, da sehen Sie, der Graf Poller ist gekommen. Er ist ein echter Graf. Gestatten, Graf Poller. Habe ich vielleicht die Ehre mit der Familie Schrumm? Ja. Nein. Ist das? Sie haben also meiner Frau geschrieben. Ja, warum denn? Was wollten Sie denn von mir? Na, relativ wenig, gnädige Frau. Ich meine, viel zu wenig für die Aufregung, die dieser unglückselige Brief verursacht hat. Ich war selbst ganz konsterniert, als ich auf die Polizei zitiert wurde. Hier meine Versicherungskarte, wenn Sie gestatten. Münch der Versicherung, Leben, Hagel, mit Gift. Ein Versicherungsmensch, sagen Sie? Ja, Herr Schrumm. Sie haben sicher auch schon mal das Wort vom verarmten Adel gehört. Die Pollers arbeiten in meiner Generation genau wie jede andere. Ja, liebe gnädige Frau, als ehemaliger Bekannter Ihrer Frau, Schwester... Da haben Sie mich versichern wollen. Jawohl. Eventuell, beziehungsweise die Mitgift Ihrer Tochter. Ein Graf. Josef. Aber Terry soll ein Kiwi Wasser. Ich bedauere, Herr Graf, die Dame braucht keine Mitgift mehr, die nehme ich gleich so mit. Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Hoffentlich habe ich die Herrschaft nicht gestört. Im Gegenteil, es war sehr lustig. Also, Herr Schrumm, wenn ich auch kein Graf bin, wie wäre es jetzt mit dem väterlichen Segen? Sei lieb, Pap, untersteht dich. Meine Bertel und der Sohn von derer da. Was heißt derer, ha? Ich bin keine derer, gell? Ich bin die Witwe Walburger Graf.
35 Jahre am Viktualienmarkt. Du Mann, aber ich sollte doch wenigstens ein Mitglied haben. Wie wär's denn, wenn's mir unsere Gärtnerei überschreiben würdest? Unsere Gärtnerei, dir. Mhm. Und die heiraten. Freilich. Vorausgesetzt natürlich, dass ihr hier zwei zusammenrafft, ne? Dann wäre ich nämlich ein wohlbestallter Gärtnereibesitzer, Herr Schrumm, mit 13 Tagwerk Grund in Sendling. Und meine Mama zwar keine Frau Gräfin, aber immerhin eine Frau Graf. Ja, kein Graf, das ging ja noch nicht, aber auch nur der Sohn von was haben Sie mich geheißen? Alte Suppenhenner. Und Sie mich eine Giftnudel, da sind wir gewidmet. Na, kommen Sie her, geben Sie die Hand her. Schlank sein, mögen Sie oder mögen Sie nicht. Moment. Wie viel Tagwerk haben Sie gesagt? 13. Schlag ein. Natürlich nur, wenn die Bärtel mag. Na, magst? Moment. Ober- oder Untersendling? Was? Die Gärtnerei. Ober? Aha! Ach, der Lenz ist da. Stichst bei dieser Gesellschaft, habe ich dich bewahrt. Da landet man auf der Polizei. Herrschaft, der könnt's wissen. Sie entschuldigen, haben Sie eine Ahnung, was in Obersendlinger Tagwerk Grundwert ist? Sie brauchen eins in Egelfing. Danke. Und jetzt gehst hin und nimmst das ihm. Was? Die Karten möchte ich, weil ich jetzt mit ihm gehe. Zum 5 Uhr